Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, wunderschönen guten Morgen, Mittag, Tag, ne, wann immer ihr das noch sehen solltet. Wenn alles glatt geht, so wie ich mir das jetzt gerade in diesem Moment in Deutschland sitzend vorstelle, in Taiwan live gestellt. Weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich 2 Wochen im Urlaub und wir haben keinen PES-Brunch und wir haben dann logischerweise keinen schönen großen Masterliga-Upload hier für PES 5. Irgendein Schmankerl, um die Zeit zu überbrücken, sollte ich dann doch vorbereitet haben. Und jetzt bereite ich quasi dieses Video vor und stelle das dann aus Taiwan live und hoffe, viele von euch gucken und erreichen das Video dann logischerweise über YouTube. So, von daher, ex YouTube-exklusiver Upload. Und ihr habt es am Titel, wenn ihr geklickt habt, dann sicherlich schon irgendwie mitgenommen. Okay, PES 2008, der Mythos, was will er mir da erzählen? Und diese Frage, so die trieb mich ja schon was länger um. Die Stammzuschauer unter euch, die meisten von euch haben es mitbekommen, wie ich PES 5, Winning Eleven 9, Liveware Evolution und PES 6 und so verglichen habe. Und hatte damals so diesen Aufhänger: Was ist das beste Retro-PES? So, die Fragestellung ist generell ja super breit und ist generell auch nicht genau genug, weil Retro-PES ist ja eigentlich schon ISS Pro Evolution auf der PS1 und so weiter. Aber habe mich ja dann so auf diese PES 6-Ära, sage ich mal, bezogen. PlayStation 2. So, und dann für mich herausgefunden, PlayStation 2 PES gefällt mir PES 5 ehrlicherweise am besten und Winning Eleven 9 auch nochmal eine Nische. Alles erzählt und viel diskutiert und viel überlegt und viel gespielt vor allen Dingen in der Zeit. Und eigentlich war diese Frage, aber eigentlich war diese Frage, was ist das beste Retro-PES auf PC? Und jetzt kommen wir nämlich warum ich euch PES 2008 heute ein bisschen zeigen möchte. Eigentlich ist die Frage, wenn man sie breiter fasst, auf der PlayStation 2 zu Ende zu beantworten. Und ihr seht oben links diese 60, den Frame-Counter vom Steam Deck. Und daher ist das Video jetzt auch genommen. PES 2008, PlayStation 2 Emulator angespielt. Oder jetzt auch schon was länger gespielt. Und nicht wenige im Evo-Web, im ewigen Evo-Web, diskutieren auch über diese Frage oder haben auch eine Meinung dazu. Ne? Von wegen hier Winning Eleven 9 ist das Beste, weil das ist so genau das Perfekte aus PES 5 und 6. Und einige kommen dann eben auch um die Ecke und sagen so, warte mal, aber PES 2008 für die PlayStation 2 ist nochmal besser. Und das habe ich mir natürlich angeguckt und ich werde es heute in diesem Video nicht beweisen können. Wir sehen nachher nochmal Gameplay und ein schönes Tor und alles. Aber irgendwo, da ist was dran. Weil, ne, so von der Historie, ihr werdet euch vielleicht erinnern, PES 2008, das Menü ist 1 zu 1 wie auf der PlayStation 3-Version und war der Generation-Sprung, ja, von PlayStation 2 auf PlayStation 3. Und heute undenkbar, aber damals ging die PC-Version tatsächlich den Schritt sofort mit. Also auch auf dem PC ist PES 2008 nicht so gut geworden. So, und ihr seht jetzt hier im Hintergrund die Mannschaften, die zur Verfügung stehen, ihr seht die Menüs. Das ist alles PES 6. Das ist alles dieses Gefühl, das Gameplay später auch. Und das ist eben das, was einen dann PES 2008 und ehrlicherweise sogar, wenn man möchte, habe ich auch mal für wenige Spiele immer gemacht, auch bis PES 2014 auf der PlayStation 2 sogar weitermacht. Immer die PES 6 Engine, immer mit kleinen Nuancen, aber man sagt so, so PES 2008 hat nochmal mehr Liebe abbekommen, fein zu tunen. Man sagt, das ist so, genauso muss ich es euch beschreiben, man sagt, die KI ist ein bisschen besser. Es ist ein bisschen herausfordernder. Es sieht ein bisschen noch mehr nach Fußball aus. Es hat die ein oder andere Animation mehr. Und ich habe jetzt auch wieder so ein paar Masterliga-Saisons gespielt mit PES 2008 und es ist ähnlich wie PES 6 sehr herausfordernd. Für mich sehr schwer, ehrlicherweise. Also ich habe auch wieder keinen Fuß auf die Erde bekommen. Ich bin bei PES 5 einfach am wohlsten. Aber das ist heute so der Gedanke des Videos. So ein kleines Special-Video aufzunehmen und euch im Hintergrund hier PES 2008 auf der PlayStation 2 zu zeigen. Ein bisschen zu labern, was ich rausgefunden habe, was ich mitbekomme, was man so munkelt im Evo-Web. Und was viele dazu treibt, eben auf dem PlayStation 2-Emulator PES 2008 weiter zu feiern. Als das beste Retro-PES, so mit PES. PES 6 Gameplay Engine. So Grafik Engine logischerweise auch das gleiche auf der PlayStation 2 geblieben. Ihr seht viele bekannte Namen und Gesichter. Ich habe hier mal so ein paar Teams rausgepickt aus der Zeit. Ne? Ronaldinho, Eto'o, Messi, der junge Messi und so weiter. Bei Barca eben haben wir Bayern gesehen. Was natürlich dann zu berücksichtigen ist, wenn wir jetzt das beste Retro-PES küren oder zumindest drüber nachdenken wollen. Dann ist ein gehöriger Unterschied zwischen PlayStation 2 und PC allein schon der, dass es keinen Kid-Server gibt. Ja, die meisten von euch wissen, dass Kid-Server
Jetzt später wurde es beim Fox Engine Pass der Cider, also dieses Monster-Tool, was im Hintergrund alles organisiert und noch mehr Eingriffsmöglichkeiten für die Modding-Götter mit sich bringt. Das fehlt auf der PlayStation 2 natürlich. Also alles, was du irgendwie quasi in der Grundstruktur, in der ISO-Datei ändern kannst, das ist natürlich hier auch irgendwo berücksichtigt worden. Vieles läuft über ein Optionsfile, das kennen vielleicht auch viele aus der Jugend noch, Optionsfiles irgendwie runterzuladen aus dem Internet, Namen umzuschreiben, speichern und dann die Memory Card-Datei zu tauschen. Also das liegt diesem Spiel zugrunde, aber natürlich kein Kid-Server. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie nur die 36 Stadien im Spiel, die ich gleich noch zeigen werde. Ja, wir haben ne, kein, nicht jedes Team, wie bei dem PES 5-Patch, den ich gerade streame. Nicht jedes Team hat sein eigenes Stadion und ne, gewisse Möglichkeiten eben, um in das Spiel einzugreifen, fehlen dir. Aber wenn ich jetzt hier so gerade so, ne, so ein paar Top-Teams durchklicke, auch da sind natürlich super viele Originalgesichter von Original Hauser aus, von Konami-Seite aus schon mit im Spiel gewesen. Die musste man nicht editieren oder die fehlen einem dann eben nicht. Die sind da drin, ne? So ein Giggsy hier oder Cristiano Ronaldo. Da ist man von der Grundlage her, von der Grundbasis her auch schon ganz gut aufgestellt und mit dem Optionsfall eben. Heißt dann irgendwie, nee, Bayern war lizenziert und das ist auch noch so ein Nachteil, genau, also dann sind klar so ein paar englische, oder viele englische Teams, war ja immer so das Problem, Premier League exklusiv bei EA, aber das dann eben, hier weiß ich, Merseyside heißt dann eben Liverpool. Also von daher, das ist über das Optionsfeld super abzudecken. Man hat die gleichen Modi, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Man hat die gleichen Modi wie in der PlayStation 3-Version auch, aber die Grundlage ist eben PlayStation 2 Gameplay Engine. Und Datenstruktur, Edit-Modus und so. Jetzt habe ich hier einmal genau die Master League, die ich gespielt habe, aufgeklickt. Ihr seht oben rechts, ne, dieses krasse Rang 8. Also ich bin komplett abgekackt im höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist seit, also PES 6 und folgende. Ich kriege keinen Fuß auf die Erde. Anders als dann bei späteren Titeln ist das immer noch auch die originale Master League-Truppe miteinander, Ordaz, mit so ein paar neuen, jungen, frischen Spielern dabei. Ihr habt gerade den Gutierrez gesehen, der ist neu, der ist jung im Gesamtkader. Oben waren El Mbako, Mbaki, auch ein neuer Außenverteidiger. Also irgendwo diese Story von damals, was die Master League Originaltruppe angeht, die wurde da auch ein bisschen fortgeführt. Das Menü sieht ein bisschen anders aus, paar mehr Möglichkeiten, aber im Endeffekt ist das die Grundlage an Master League Datei, die man auch immer auf den alten Retro-Pässen hatte. Und hier seht ihr es: einen Punkt geholt, ein Unentschieden und sonst sechs Niederlagen. Also, es ist herausfordernd. Ne, viele von euch haben ja auch gesagt: so, hey, ich finde PES 6 immer noch das Beste, ich mag das herausfordern, ich finde es gut, dass das so ja unvergebend ist. Dann ist PES 2008 genau die richtige Richtung mit einer cleveren KI, mit einer herausfordernden KI und etwas, was ja immer noch mal vielleicht eine Nuance mehr nach Fußball aussieht und eben ja noch die ein oder andere Animation tatsächlich mehr dabei hat. Ich weiß nicht, ob man das gleich in dem Spiel jetzt sieht. Ich mache Bayern gegen Inter gleich, genau. Auch irgendwie, ich glaube, ich habe noch nie in meiner YouTuber oder Twitch Karriere, habe ich glaube ich noch nie über mein eigenes aufgenommenes Video so drüber kommentiert. Irgendwie komisch zu wissen, dass gleich ein tolles Tor fällt und so. Aber ne, hier, ihr seht in den Menüs, ich habe das alles extra mal aufgeklickt, was es für Möglichkeiten gibt. Das ist auch, also PES 6 ist komplett wiederzuerkennen. Ja, also wir werden hier heute nicht aus dem Video rauskommen oder ich werde auch auf gar keinen Fall eine Ansage treffen können. Ist es wirklich viel, also viel besser schon mal gar nicht? Ist es besser als PES 5, PES 6? Es sind Nuancen. Und das ist im Endeffekt, wie ich das immer so gerne mit meinen Videos bei euch ja auch versuche, so hervorzurufen. So diese Neugierde ist vielleicht auch mal selber rauszufinden, eben auf dem PlayStation 2 Emulator in dem Moment. Das geht nicht anders, weil es eben keine PC-Version gibt, die uns ein bisschen fehlt, um dann ein Retro-PES 2008 gemoddet zu haben. Also wenn man wirklich die hardcoreigen Patches haben möchte, dann muss man unweigerlich zu PES 6 greifen. Und da gibt es im Evo-Web, die meisten von euch kennen das, unendlich viele Möglichkeiten. Wenn man aber, so wie man das so liest und wie man es vielleicht, oder wie ich es vielleicht auch spüren konnte in so ein paar Master-Liga-Saisons, wo ich abgekackt bin, dann muss man sich PES 2008 zumindest mal angucken. Und ihr seht es hier, ne? Es ist viel Original. Wo man editieren kann in-game, ist das mit diesem Optionsfall natürlich getan. 36 Stadien, auch eine super Auswahl, eine große Auswahl. Das reicht auch, glaube ich, wenn man es jetzt nicht ganz perfekt haben will. Und jetzt gehen wir gleich in mein Lieblingsstadion auf der Welt, ins La Bombonera. Das ist dann auch recht stimmungsvoll dabei und lassen mal im Hintergrund ein bisschen Bayern gegen Inter laufen. Und ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man, und da braucht man, glaube ich, auch zum einen viel spielen fürs Gefühl, aber auch so wirklich mit dem Finger drauf zeigen, guck mal, da ist eine andere Animation oder eine verbesserte Animation. Weiß ich gar nicht, ob das in dem Spiel jetzt so wirklich rauskommt.
Nur um das Video einmal abzurunden, habe ich dann auch noch mal einmal Gameplay laufen lassen. Und das ist so die Gedankenwelt, die ich jetzt letzten Endes bei euch hoffe zu öffnen. Ja, einige von euch sind ja da jetzt auf PES 5 dann auch gekommen, haben sich noch mal in ihre Jugend zurückversetzt, so wie ich das ja jetzt auch seit vielen, vielen Monaten tue, mit eben Retro-PES. Und von daher, ja, ist das hier genau der gleiche Gedanke. Diese ROMs oder diese ISOs von diesen Spielen zu bekommen, ich glaube, das ist alles gar kein Thema. Ja, wer sich nicht aus. Googeln hilft ehrlicherweise immer. Also, es ist kein Nintendo-Spiel, wo man sofort verklagt wird und Sorge haben muss oder wo man nicht mehr so leicht drankommt. Das sei mal gesagt. Von daher, so Sachen zu googeln ist gar kein Thema. Wer da noch Probleme haben sollte, kann sich gerne irgendwie im Kommentarbereich melden. Das ist alles ganz harmlos. Und ich verlinke auch den Thread im Evo Web, wo dann eben genau dieses Optionsfile von, ich glaube, Juventus. Irgendwie so in die Richtung, heißt der geschätzte Evo-Web-Kollege, der das Optionsfile bereitgestellt hat. Und sofern ich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch an einer weiteren Datei irgendwo arbeitet. Also da vielleicht nochmal Feintuning betreibt. Ganz eben, als wir mal durch den Edit-Modus geklickt sind, hatte er drei Legenden erstellt in dieses Unassigned Player-Dingen. Also da kann man, glaube ich, noch viel mehr Spieler erstellen. Und jetzt hier beim Durcheinanderfahren des FC Bayern sieht man auch schon, was dann auch nochmal ein gehöriger Nachteil ist zur PC-Version. Zum einen generell, klar ist die PlayStation 2-Version deutlich niedriger aufgelöst, als die PC-Version es sein kann. Und on top nochmal, was ja dann auch durch die ganzen Modding-Götter mehr und mehr Einzug gehalten hat, die letzten Jahre in Pro Evolution Soccer, Modden. HD-Kits, also hochauflösende Trikots, wo man viel schöner das Wappen erkennen kann, die Maserungen. Das ist dann halt auf jeden Fall der Trade-off, den man haben muss. Keine Originalschuhe oder mehr Originalschuhe als Original im Spiel sind, mehr Bälle. All diese kleinen Dinge, die durch den Kit-Server gelöst werden, fehlen uns natürlich jetzt in dieser PlayStation 2-Version. Und am Ende muss man halt gucken, ist das dieser Trade-off, den ich gewillt bin, in Kauf zu nehmen? Oder vielleicht habe ich, na gut, auf der anderen Seite, wenn ich so überlege, der Gedanke, naja, du spielst ja die PC-Version, also die PC-Version braucht ja auch eine gewisse Power, die wiederum auch eine PlayStation 2-Version, also der Emulator bräuchte. Also wenn du einen PC hast, mit dem du PES 6 oder PES 2000, nee, geht ja nicht. Also wenn du die PC-Version von PES 6 auf deinem PC spielen kannst, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, was wirklich Belastung für einen PC angeht, aber dann sollte dein PC auch genug Power haben, den PlayStation 2 Emulator für PES 2008 laufen zu lassen. Aber ja, darum wird es dann im Endeffekt gehen. Ist dieses Gameplay wirklich diesen Ticken feiner, dass es für einen besonderer ist, wie es der ein oder andere meinen möchte? Oder braucht man diese HD-Kits? Braucht man mehr Schuhe und Bälle und auch mehr Gesichter? Das auch nochmal genau. Und mehr Frisuren. Und muss dann und endet dann quasi mit PES 6 als PC-Version für dieses Retro-PES-Gefühl. Also von daher, ja, am Ende des Tages würde ich mich freuen, wenn irgendeiner von euch um die Ecke kommt und sagt, ja, cooler Hinweis, ich habe mir das mal angeguckt, meine Meinung ist. Das ist das, wo ich am Ende irgendwie hinkommen möchte. Irgendwie einfach nur Gedankenwelten aufmachen. Was habt ihr irgendwo? Dann nochmal für alte Erinnerungen, was habt ihr vielleicht jetzt auch für Gefühle? Weil gerade auch diese Dinge jetzt, so mit diesem, also irgendwo das ungeschriebene Gesetz, das ist ja auch das, was ich in dem anderen Video mit PES 5 und Winning Eleven 9 und so beschrieben habe, dieses ungeschriebene Gesetz in der Community, in der Welt des virtuellen Fußballs, ist ja irgendwo PES 6. Was ist das beste Fußballspiel? PES 6. Was ist das beste Retro? PES 6. Und ich war dann umso überraschter, als ich dann jetzt mal ein bisschen genauer hingeguckt habe und PES 5 auch angeguckt habe, auch mit schönem PC-Mod, also da fast alle Möglichkeiten noch ausgeschöpft, es sexy zu machen und es Lizenz und schöne Trikots und so alles einzubauen. Wie viel mehr mir PES 5 Spaß bereitet, weil es nicht ganz so zäh und nicht ganz so herausfordernd ist. Und dann, klar, dann geht es einher mit Erfolgserlebnissen. Und dann Stück für Stück kamen auch noch Leute um die Ecke, die dann Ähnliches geteilt haben. Also, dass es dann da draußen dann doch, ne, den einen oder anderen gibt, der sagt, ne, PES 5 fand ich schon immer besser oder das ist auch meine Erinnerung, dass es besser ist. Dann kam ja diese ganz krude Idee mit, naja, eigentlich ist Winning Eleven 9 Live Revolution das Beste. Das ist PES 5,5. Auch angespielt, ja, so irgendwo kannst du den Gedanken nachvollziehen, du kannst es mitgehen. Das ist ein bisschen so, ne, PES 5, habt ihr bei den Streams sicherlich alle mitbekommen. Schiedsrichter ist ein bisschen
Schiedsrichter ist ein bisschen kleinlich und so. Das, es gibt Momente, wo man sagt, da möchte ich jetzt mit dem Finger drauf zeigen, das geht besser. Und dann ist das mit PES 6 ja besser, aber vielleicht auch ein Ticken zu zäh, ein bisschen zu hartkorig. Und ich bin einer, der dann irgendwie sagt, naja, also gerade bei Fußballspielen kann ich mir das nicht antun, mit einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad zu arbeiten. Da bin ich, das ist echt Ehre, geht nicht. Dann verliere ich lieber 6-mal, wie ihr es eben gesehen habt. Und da ist Winning Eleven 9, wo es ja auch eine PC-Version gibt, die ich euch gezeigt habe. Oder wo wir darüber geredet haben, vielmehr. Ja, dann dieses, vielleicht genau dieser Mittelweg. So, und dann sind wir jetzt irgendwie bei PES 2008 gelandet und das macht mich dann irgendwie schon sehr, sehr neugierig. Immer auf der Suche, ja, vielleicht irgendwie der ewigen Suche, das perfekte Fußballspiel zu finden oder ja, perfekte Fußballspiel, wenn man irgendwie 10 Jahre hinten dran ist. Eher der Gedanke, oder über 10, weit über 10 Jahre, so der Gedanke, was macht einem noch das beste Gefühl? Das ist das, was ich auch immer so gerne sage. Es geht ja im Endeffekt, ist das ein besseres Fußballspiel als E-Football oder PES 21? Ja, natürlich nicht. Das ist Grafik und, aber das Gefühl. Und das ist vielleicht nochmal eine Währung wichtiger und gehwichtiger. Was für Gefühle macht dir das? Und da ist, glaube ich, dann dieser Reflex PES 6 oder 5 dann und wie auch immer, ja, vielleicht doch der richtige. Und das Wichtige für sich herauszufinden. Und das ist dann, da sind wir wieder beim Thema. Ich erzähle euch jetzt hier 15 Minuten lang eine Geschichte, zeige euch ein bisschen Retro-PES und hoffe ehrlicherweise nur auf Feedback von euch, so von wegen, hey, cool, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, hab's auch getestet. Mein Gedanke ist folgender. Und dann haben wir jetzt nicht nur über PES 5, 6, Winning Eleven 9 diskutiert, vor ein paar Monaten in einem anderen Video, sondern dann haben wir jetzt eine neue Diskussionsgrundlage. Schaut euch mal PES 2008 an. Das vielleicht wirklich nochmal minimal verfeinerte PES 6. So, was ich eben gesagt habe, dazu auch vielleicht nochmal so Dinge, die mir dann aufgefallen sind. Da habe ich dann wirklich nicht so viel Zeit rein investiert, weil ihr könnt euch vorstellen, ich sagte eben, oh, schöne Szene. Nee, da bleibt der Marcel Jansen hängen. Ja, wer mit Marcel Jansen ein schönes Tor gemacht hat, der hat Retro-Fußball nie geliebt oder so. Was ich eben sagte, das Retro-PES, also das PES 6 Gameplay oder drumherum so nah dran, das Gameplay, dass das auf der PlayStation 2 bis PES 2014 weitergelebt wurde, was ja auch nachvollziehbar ist, ne? Große Installationsbasis, viele Menschen haben eine PlayStation 2 gehabt. Da wäre es ja auch verrückt, irgendwie sofort abzuschneiden und zu sagen, bringen wir nicht mehr raus. Also Konami, klar, immer noch weiter die nicht sofort auf die PlayStation 3 gewechselten Fußballfreunde abgegriffen und noch Kohle gemacht. Ganz nachvollziehbar. Das ist ja ganz normal bei diesen Sport-Jährlich-Titeln. Dass da dann auch gewisse Entwicklungen noch mitgegangen wurden. Ja, hier sind wir jetzt bei Nuance, PES 6 und Masterliga-Kleinigkeiten. Aber es gab später dann im Laufe der Zeit noch größere Entwicklungen. Die waren nicht immer positiv. Also was ich dann auf diese wenigen Spiele mitgenommen habe, es wurden weniger Stadien. Nicht viele. Es waren dann irgendwann nur noch 32 Stadien. Das dürfte eine Lizenzthematik gewesen sein. Aber waren dann weniger Stadien auf einmal im Spiel. Dann wurden auch Taktikmöglichkeiten beschnitten. Also was ihr da eben gesehen habt mit dem, oder nee, sehen wir jetzt gleich, das ist gut, das sehen wir jetzt gleich in der Halbzeit, glaube ich, dass ich da mal mit Taktik ein bisschen rumspiele. Genau, das ist eine perfekte Landung vom Labern auf genau dem Thema. Das kennt ihr alle, ne? Du machst 4-4-2 und hast dann unfassbar viele Möglichkeiten. Du kannst die Position ja auch noch genau verschieben, wie du möchtest. Also da war ja jedem Taktiker bei PES 6 und drumherum immer jegliche Möglichkeit wunderschön gegeben. Das wurde Stück für Stück weniger. Also in PES 10 hattest du weniger davon. Tatsächlich. Und dann wiederum, Spielmodi wurden, glaube ich, beschnitten. Dieser Match-Selection-Modus wurde, glaube ich, irgendwann rausgenommen. Dafür kam dann später aber die Copa Libertadores. Ich glaube, das war mit PES 2013. Mit PES 2013 gab es dann ja, die Champions League-Lizenz, Europa League-Lizenz, Copa Libertadores, was man auch aus der Next-Gen-Version dann auch so mitgenommen hatte. Also diese ganzen Vorteile hat man auch dann in das PlayStation 2-Korsett irgendwie gepackt. Dann hatte die Master League auch irgendwann Euro. Ich glaube, das war auch einhergehend mit. Ja, ich glaube, mit PES 2013 wurde die Master League nochmal groß angepackt mit Europa Cup und Copa Libertadores-Lizenz und Euros. Dann
kamen ja auch Sponsoren irgendwann ins Spiel. Also die Master League hat ja deutlich mehr Futter bekommen als nur dieses PES-Punkte sammeln und irgendwie gerade noch so rechtzeitig die Kohle zusammen haben zum Saisonwechsel, wie wir das gerade bei PES 5 ja auch immer so schön erlebt haben. Also mit der Zeit entwickelte sich auch auf der PlayStation 2 die Master League weiter mit Lizenz, mit Euros statt PES-Points und mit Sponsoren und mehr Einnahmequellen. Also da hat Konami echt auf der PlayStation immer weiter bedient und das zugrunde gelegt. Immer noch ein gutes Fußballpaket ja auch geschnürt. Also da gibt es ja ganz andere Hersteller, Electronic Arts, die dir dann so eine Legacy Edition hinrotzen, die wirklich, aber wirklich nur angepasste Sounds, also angepasster Soundtrack und halt angepasste Kader sind, sonst nichts. Und da hat Konami echt immer noch ein bisschen mehr reingebuttert in die liebenswerte PlayStation 2-Version. Und auch das wäre natürlich nochmal so ein Blick, den man riskieren könnte. Ich habe, wie gesagt, immer nur ein Spiel gemacht, um einfach nur mal ganz schnell so ein Gefühl abzuchecken. Kann ich irgendwo einen Finger drauflegen? Ist das Spiel merklich schneller? Ist es merklich anders? Und das war ehrlicherweise ab PES 2009 dann nicht mehr so. Also da war jetzt nichts, was mich gehalten hätte, warum ich dann bei PES 9 oder 12 oder wie auch immer lande und bleibe. Und habe mir dann irgendwann auch gedacht, deswegen ja auch das PES 5 Streaming-Projekt. Eigentlich will ich jetzt gerade, habe ich Bock auf die Gefühle einer echten Retro-Master-Liga mit den Spielern, mit PES-Punkten sammeln, mit all seinen Kleinigkeiten, die vielleicht fehlen und all den charmanten Dingen von damals, die irgendwie Master-League halt ausgemacht haben. Von daher, ne, wenn jemand unter euch sagt, PES 6, also PlayStation 2 Gameplay, wie ihr jetzt hier schon 55 virtuelle Minuten sehen könnt, das ist das, worauf ich Bock habe. Dann mit damals aktuellen Kadern und Teams, aber mit einer besseren Masterliga und mit Euros und so, dann schaut euch auf dem PlayStation 2 Emulator auch mal die anderen Pässe an. Dann ist das vielleicht auch eine spannende Option, die einem nochmal mehr Gefühle bringt und einem nochmal mehr Spaß bereitet als ein PES 6 mit seinen nur 16 Mannschaften pro Staffel. Und dann steigt auf einmal Celtic Glasgow in die französische Liga auf, weil man nicht alles voll bekommt mit diesem komischen Zwei-Division-System. Also, von daher, da auch mal darauf hingewiesen. Ne? Also, es gibt da vielleicht für den einen oder anderen von euch. Oh, Achtung! Ja, gut, dass wir da nachhaken. Also, es gibt vielleicht für den einen oder anderen von euch die perfekte PlayStation 2 Gameplay-Variante von Pro Evolution Soccer. Und jetzt einmal kurz Stille. Tor des Tages. Da sind wir auch Punkt gelandet mit unseren Ausführungen. Tor des Tages von Ribéry. Einmal genießen. Schön mit dem Inneres. Ich glaube auch, das muss jetzt nicht zwingend PES 2008 gewesen sein, dieser Sidestep sah ein bisschen feiner aus, als der bei 5 aussah. Da war der ein bisschen hakeliger, ein bisschen mechanischer. Hier mit dem, das könnten so diese kleinen Dinge sein, die noch mal feiner gemacht wurden im Gameplay, in den Drehungen, in den Animationen. Also ich glaube durchaus, dass PES 2008 spürbar, ne, wenn man mal ein paar Stunden mehr rein investiert hat, sowohl natürlich in PES 6 dann eine Wissensgrundlage zu haben, aber dann auch mit PES 2008, dass man da so ganz viele Kleinigkeiten findet, auch KI-Verhalten, wo man sagen kann, jo, das ist vielleicht echt die Spitze an Pro Evolution Soccer PlayStation 2 Gameplay Engine. So, und das ist letzten Endes das, wo ich mit dem Video heute so ein bisschen hin wollte. Diese Gedankenwelt aufmachen. Ich mache es jetzt schon seit ein paar Wochen und habe kein abschließendes Urteil. Also es ist auf jeden Fall nicht klar. Also das kann man nicht sagen. Das war ja genau das Thema, was ich auch bei dem letzten Video zu ebenso Gameplay-Gefühlen hatte. PlayStation 2 oder Retro-PES auf PC auch Gameplay ist, also PES 5 ist schon spürbar anders, spürbar vergebender, Schiedsrichter kleinlich, aber dann mit Winning Eleven 9, Liveware Evolution, dann zu PES 6, jetzt von mir aus noch zu PES 8, 9 und so weiter. Die Unterschiede werden immer kleiner und vielleicht findet man irgendwo eine Nuance für sich, eine spürbare Nuance, wie zum Beispiel bei PES 5 auf PES 6, die nicht mehr ganz so kleinlichen Schiedsrichter,
Und das ja auch nicht in jedem Spiel. Wir sehen das in meinen Streams ja permanent. Es gibt so kleinliche Partien, aber dann gibt es auch wieder Partien, wo der Schiedsrichter viel laufen lässt. Also es ist jetzt kein Spielspaß kaputt machender Schiedsrichter bei PES 5. Kann man auf keinen Fall behaupten. Aber ja, vielleicht findet man irgendwo eine Nuance. Hier ist das Dribbling ein bisschen griffiger. Ich kann besser dribbeln. Oder die Tore sehen da ein Ticken nachvollziehbarer aus. Also, ja, es ist auf jeden Fall kein himmelweiter Unterschied, wo ich sage, Leute, wenn ihr PES 6 feiert, werdet ihr PES 2008 lieben. Vielleicht findet man auch beim sehr genauen Hingucken bei 10 Partien keinen Unterschied und denkt, was will der mir denn da erzählen? Und man braucht die 12. Partie für diese eine feinere Animation. Also von daher. Ja, es ist eben genau so, dieses Wording passt, glaube ich, ganz gut. Ja, da diskutieren sich ein paar wenige Leute im Evo-Web. So die Fingerkuppen heiß. Mythos PES 2008 ist das Beste. Echt jetzt? Und dann, ja, dann schwören manche drauf. Und manche finden es dann, ja, ich kann es nachvollziehen. Manche glauben es gar nicht. Manche schwören weiter auf PES 6. Manche brauchen, was ich ja eben sagte, schon heutzutage, wenn es denn die Möglichkeit gibt, und die gibt es ja durch den Kids-Server, brauchen höher aufgelöstere Trikots, bessere Grafik, mehr Gesichter, Schuhe, Bälle. So, warum soll man diese Möglichkeiten, die uns diese unfassbar großartige Modding-Community von Pro Evolution Soccer gibt, warum soll man die missen, nur um vielleicht also ein minimal besseres Gameplay zu haben? Also, ne, das ist dann eine Frage, die muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Generell bei dem Spiel jetzt, da habe ich für mich jetzt gemerkt, der Schiedsrichter lässt sehr viel laufen. Es gibt wenig Gerempel, Stolper, Foul und Spielflussunterbrechung. Da ist das Spiel auf jeden Fall sehr nachgiebig, lässt viel laufen, aber es ist wie gesagt auch nur eine Partie jetzt, die ich euch zeige. Generell habe ich, glaube ich, zwei Masterliga-Saisons und die jetzt eben gerade gezeigt wurde, wo ich so abkacke gespielt, um Gefühle zu haben, wie sich das Spiel so verhält. Dann ist PES 2008 auf jeden Fall nah dran an PES 6 und es ist auf gar keinen Fall eine Ausrichtung wieder zurück zu PES 5. Dementsprechend, also möchte ich mal sagen, wer PES 5 besser findet als 6, der wird jetzt hier auch nicht glücklicher. Wer aber PES 6 feiert, und das sind wie gesagt ganz, ganz viele da draußen, und ist, glaube ich, der bei einer Umfrage gewinnt immer PES 6 irgendwo recht deutlich, finde ich, dann die Leute sollten vielleicht mal genauer hinschauen. Da haben sie dann mit PES 2008 vielleicht echt dieses kleine Zünglein noch mal geiler. Oder eben auch die späteren Titel mit Euros in der Master League und noch mehr Optionen in der Master League und mit einem deutlich besseren Ligensystem, wie aus den späteren Next-Gen-Titles auch. So, der FC Bayern, von mir gesteuert, gewinnt nach diesem Zaubertor von Franck Ribéry dieses Probespielen mit 1 zu 0. Ich habe viel gelabert, habe ich jetzt tatsächlich durchgehalten, all die Zeit euch während des auf dem Steam Deck aufgenommenen Gameplays ein bisschen Geschichte zu erzählen. Und das ist so, glaube ich, auch alles, was ich über all die letzten Wochen zu dem Thema rausgefunden habe. Evo Web, wie gesagt, unten verlinkt, damit ihr dann das Optionsfile finden könnt, um bestmögliches PES 2008 auf dem PlayStation 2 Emulator auch zu haben, ohne Fake-Namen und ohne Fake-Team-Namen und so ein Kram. Und vielleicht auch an der Diskussion beteiligen wollt. Hauptsache hier unter dem Video auf jeden Fall, würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt und ob ihr es vielleicht auch selber mal gecheckt habt. Vielleicht auch über 2008 hinaus. Und ja, mit diesem schnuckeligen Tor von Franck Ribéry, ich glaube, das schönste Tor, was ich auf dem Steam Deck mit PES 2008 auch erzielt habe, das feinste Tor, ja, verabschiede ich mich dann aus dem Urlaub. Grüße, wenn ihr es nicht viel zu spät seht, dieses Video aus Taiwan. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Und jetzt habe ich einen Ticken zu lang gelabert, das Video wiederholt sich, aber das war's an dieser Stelle. Wir sehen uns in wenigen Wochen wieder, live im Stream und mit PES 5. Das war's für den Moment. Danke, tschüss, ciao.